Darf ich noch mal stören? Willst du es nicht ohnehin machen? Stimmt. Hast du den Schlüssel für die Spelunkentoilette? Ja, aber ich brauche ihn noch. Ich habe da eine Wette am Laufen. Du hast gewettet, dass du die Toilette benutzen wirst? Ja, aber noch konnte ich mich einfach nicht überwinden. Hast du etwa Schiss? Noch nicht genug. Ich gehe da mal wieder. Mach das. Good one, Garfield, good one. Kann ich an der Klappe rumspielen? Was passiert, wenn ich an der Klappe rumspiele? Trotz meiner gewaltigen Kräfte komme ich hier ohne Werkzeug nicht weit. Die Klappe ist verschraubt. Nun, gut, dass wir einen Schraubenzieher haben. Lex, der Jukebox. Hi ho, hi ho. Willst du Ärger? Na komm schon, sing doch mit. Hi diddle diddle do. Mann, hast du ein Glück, dass ich keine Behinderten schlage. Uff. Okay, uff. Hey, Finger weg. Ach ja? Was willst du machen? Mit dem Fuß aufstampfen und mein erstgeborenes Kind stehlen? An deiner Stelle würde ich mein Maul nicht so aufreißen. Ich bin in der richtigen Höhe, um dein erstgeborenes Kind pränatal abzutreiben. Ich muss mal weiter. Ich bekomme Nackenschmerzen, wenn ich zu lange nach unten gucke. Okay, gut, das Spiel ist sehr viel edgiger als der Vorgänger, möchte ich behaupten. So, ist jetzt die Frage, wenn ich den Generator aus... Kurzer Schrauben. Weil ich kann die Noten nicht nehmen. Bekommt die Musik während du fürs Spiel dabei. Schalter, aber egal. Mit etwas technischem Feingefühl sollte das kein Problem sein. Geh aus! Was ist, wenn ich eine Kurbel dran setze? Das ist kein Schrottverbrennungsmotor. Wie Zucker im Tank. Komm schon, Schatten, hör zu. Wie war das gleich? War Zucker im Tank gut oder schlecht für den Motor? Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Ah ja. Es war schlecht. Dachte ich mir's doch. So, gehen wir in die Spelunke. Jetzt ist hier... Okay. Oha, ganz schön duster hier. Aber noch lange nicht so duster, dass ich mein legendäres Sonar-Gehör zum Einsatz bringen müsste. Immerhin habe ich die leuchtendsten Augen des ganzen Südwestquadranten. Endlich macht es sich bezahlt, dass ich als Kind immer Quecksilberdämpfe eingeatmet habe. Ah, hervorragend. Einfach dieser Abdruck. So, jetzt klauen wir uns einmal das Paar... Nichts passiert. Das Paarungslied der Schrottkram. Jetzt leise. Hab's. Alex pennt einfach. Das ist kind of cute. So, gehen wieder hoch. Treten ihm nochmal gegen die Stoßstange. Setzen ihm das Paarungslied der Krabben hin, weil hier ist so eine kleine Krabbe, die immer hoch und runter läuft. Ancora? Stupido, stupido, cazzo idiota! Ja. Ich weiß zwar noch nicht, was es macht, aber er wird wenigstens aufhören zu jaulen. Das Paarungslied der Schrottkrabben. So, muss ich jetzt quasi in die Spelunke rein und raus, damit wir sehen, was passiert. Machen wir das mal ganz kurz. Bekommt die Musik, während Rufus den Spieler ablenkt. Der Spieler ist einfach so gut, er macht weiter. Jetzt rappelt er wenigstens nimmer. Nun, Alex. Er singt nicht. Warum singst du nicht? Sing! Prego? Kannst du nicht mal was anderes spielen? Oh, con piacere. Ma sfortunamente, aber leider. Ich habe nur uno singolo spartito. Nur das eine Notenblatt. Comprende? Nicht alles. Aber egal.
Sorry wegen des Airbags. Ist no problemo. Ich bin socio di Club Gondolo Mobilistico. Mitglied im Gondelmobilclub? Precisamente. Il Doggo hat immer einen Ersatz für Sacco di Aria Caputo. Capisce? Capito. Caputo. Hey, verarsch mich nicht, okay? Was ist das für eine Kiste? Ist das schon der neue Airbag? Si, si, fortunamente, il Doggo hat immer eine Adapte auf die Lager. Musst du eigentlich immer mit diesem bescheuerten Akzent reden? Ja, ich bekomme sonst Beef mit der Gondelvereinigung. Ach so. Arrivederci. Was denn? Ach, nichts. Wollen wir warten? Ich dachte, ne, man kommt rein und dann fängt an zu jaulen. War anscheinend nicht der Fall. Aber ich sehe halt eine Krabbe dort. So, und es ist, oh, die Tür muss zu sein, weil sonst macht schnipp schnapp. Etwaige Extremitäten ab. Sing! kann ich mit der Kurbel bewerfen, damit er anfängt? Nee? Okay. Torso le mio. Das hat nichts gebracht. Was ist, wenn ich jetzt gegen die Stoßstange trete? Und er ins Wasser geht? Ancora? Stupido! Stupido! Komm zu Idiota! Ja. Nüscht. Noch ein neuer Airbag. Wie viele Ersatz-Airbags hat Doc denn nur auf Lager? Ich meine, so oder so wüsste ich nicht, was ich momentan mit der Gondel tun sollte. Dementsprechend ignorieren wir das und gehen zum Doc. Wen haben wir denn da? Wenn das nicht der Neuankömmling ist, von dem alle reden. Tun Sie das? Wird ja auch Zeit. Die Geschichten von meinen Heldentaten sind alle noch untertrieben. Wir sind nicht interessiert an Märchen. Du hast etwas, das wir haben wollen. Zu dumm. Mit gutem Aussehen muss man geboren werden. Wir reden von den geheimen Aufstiegscodes. Die Aufstiegscodes? Nur über meine Leiche. Wartet, lasst mich das umformulieren. Oh oh. Er hat sie nicht dabei. Er ist wohl doch nicht so dumm, wie er aussieht. Und was machen wir jetzt? Wir sollten der Donner Bericht erstatten. Matte Leute trifft man hier. Ich sollte etwas bescheidener auftreten. Ah, da ist eine Dose. Aber die kann ich nicht mitnehmen. So, Angler, ich soll dich grüßen. Uhu. Verschwinde, du verscheuchst die Fische. Aber, kusch, die will ich nicht. Das sind ziemlich mickrige Köder. Kein Vergleich zu meinem epischen Walköder aus phosphoreszierenden Sardellen. Was ist, wenn ich ihm... Schau mal her. Ist das nicht ein Prachtexemplar? Was zum... Hast du den etwa gefangen? Sieht so aus, was? Beim Klabautermann. Vielleicht habe ich dich unterschätzt. Wie ist das nur möglich bei deinem Mangel an Anglerglück? Was ist dein Anglergeheimnis? Ich habe das Gefühl, ich habe ein Rätsel gebrochen. Aber gut. Ignorieren wir das. Ich benutze eine pedalbetriebene Tandemangel. Unsinn. Wenn du mir dein Anglergeheimnis nicht verraten willst, dann verschwindest du am besten gleich wieder. Ich benutze reißfeste Angelschnur aus Raupenseide. Auch Seemannsgarn genannt. Wenn du mir dein Anglergeheimnis nicht verraten willst, dann verschwindest du am besten gleich wieder. Ich locke die Fische mit meinem unerhörten Charisma an. Das ist genauso gelogen wie widerlich. Wenn du mir dein Anglergeheimnis nicht verraten willst, dann verschwindest du am besten gleich wieder.
Das nennt man Anglerglück. Niemals. Ich erkenne einen Pechvogel, wenn ich ihn sehe. Wenn du mir dein Anglergeheimnis nicht verraten willst, dann verschwindest du am besten gleich wieder. Ich erkenne einen Pechvogel, wenn ich ihn... Bedenken, dass wir noch immer im Leben sind. Glücklich doch schon. Es liegt an meiner unglaublichen Lässigkeit. Die ist zwar wichtig, aber bei dir nicht vorhanden. Ein richtiger Angler ist so laidback, dass er ohne Klappstuhl nicht aus dem Haus gehen kann. Wenn du mir dein Anglergeheimnis nicht verraten willst, dann verschwindest du am besten gleich wieder. Ich benutze einen Spezialköder. Ha! Jetzt behauptet er auch noch, er habe einen... Moment. Köder sind wichtig. Und irgendwomit musst du den Rasiermesserfisch ja gefangen haben. Hast du am Ende tatsächlich einen Spezialköder? Willst du mich etwa einen Lügner nennen? Nicht, wenn du mir deinen Köder zeigst. Was bekomme ich denn dafür? Naja, ich kann dir einen Tigerfisch anbieten. Einen schnöden Tigerfisch gegen meinen super Spezialköder? So, hast du sie noch alle? Dann eben nicht. Eben wohl nämlich nicht. Jawohl. Ist mir doch egal. Wenn du irgendwann einen Tigerfisch willst, bring mir deinen Spezialköder. Ansonsten, kusch. Ups, da bin ich wieder gegen das Mikro gekommen. Schon das zweite Mal heute. Okay, ich glaube zu verstehen, wie der momentane Stand der Dinge ist. So. Aber ich gehe mal davon aus, dass er unseren Köder so nicht nimmt. Was soll das denn sein? Was schon? Mein Spezialköder natürlich. Das sieht tatsächlich nach einem echten Köder aus. Na gut, vielleicht weißt du doch, wie man angelt. Du kannst dir einen Tigerfisch nehmen. Hey, bleib stehen! So ein Käse. Ist das dein Ernst? Du kannst nicht mal einen Fisch fangen, der bereits an Land liegt? Ich wollte ihn gar nicht nehmen. Er litt an Epilepsie. Was auch immer. Behalte deinen Köder, bis du wirklich einen Fisch willst. Ansonsten verzieh dich. Okay. Kann ich ihn einmal klauen? Okay. Ist überraschend, aber gut. Dann gehen wir mal hier hin. Herzlich willkommen in Gilligan's Gadget Garten. Es bedient Sie Ihr Shop-O-Mat 2000. Wie kann ich Ihnen helfen? Doc schickt mich, um einen Satz Datasetten abzuholen. Aber natürlich. Wir haben zurzeit zwei unterschiedliche Marken im Sortiment. Die erste Sorte heißt Platinum Proof Professional. Sie sind etwas teurer, haben dafür aber die bessere Qualität. Es gibt aber noch eine billigere Sorte. Cowboy Dodos lustige Allzweck-Datasetten. Sie sind zwar qualitativ nicht ganz so hochwertig, dafür gibt es einen bunten Lolli gratis dazu. Ein Lolli? Also, welche Marke darf es denn sein? Ich nehme natürlich Platinum Proof Professional. Qualität ist mir wichtig. Ein Lolli von so billigen Werbegeschenken lasse ich mich doch nicht ködern. Es geht um das Bewusstsein, meine großen Lieben. Ich nehme den Lolli. Lolli, das ist ein Akku. Kinders, nein. Wenn jemand auf euch zukommt und sagt, ich habe hier einen Lolli, sagt ihr nein. Ihr steigt auch nicht mit in den Van oder sonstiges ein. Wenn jemand auf der Straße auf euch zukommt und sagt, ich habe Lollis, möchtest du mitkommen? Sagt ihr nein. So, und dann geht ihr zum nächstbesten Erwachsenen, der euch angehörig ist. Mama, Papa, Onkel, Tante, vielleicht auch Polizist. Ich glaube, das kann man auch noch machen. So. Genau. Sich von Lollis ködern lassen. Sag mal, seid ihr denn... Ah, Kinders, nein. Hi, Alternis. Ich bin schön eher so Punk, Punk, Punk. Wir nehmen natürlich die... Sind es auch wirklich die guten Datasetten? Natürlich. Immerhin geht es hier um Golds Bewusstsein.
Na, dann kann es ja losgehen. Mhm. Hat es funktioniert? Ich weiß nicht. Irgendwas stimmt nicht. Rufus? War ja klar. Warum drängt sich eigentlich immer, wenn ich dich sehe, dieselbe Frage auf? Wer ist der gut aussehende Typ in dem Mantel? Wo bin ich hier? Weil dich meine magnetische Ausstrahlung orientierungslos macht. Im Ernst, wohin hast du mich diesmal verschleppt? Und warum stinkt es hier so? Das ist hier der schwimmende Schwarzmarkt. Du bist in Sicherheit. Sicherheit? Rufus, ich war gerade auf dem Weg nach Elysium. Okay, schon. Aber mit dem Falschen. Cletus wollte mir helfen. Und du traust diesem verlogenen Schmierlappen? Tja, wem glaube ich wohl eher? Meinem Verlobten oder seiner billigen Imitation? Was ist denn bloß los mit dir? Was los ist? Ich wache auf und finde mich in einem stinkenden Folterkeller wieder. Das ist los. Mich juckt es bereits überall, nur weil ich diese schadstoffverseuchte Luft atmen muss. Oh, mir wird übel. Ich muss hier raus. Sie ist ganz schön sauer. Das täuscht. Ich habe eine gewisse Wirkung auf temperamentvolle Frauen. Sie werden temperamentvoll? Sehr witzig. Aber sie kam mir tatsächlich ein wenig biestig vor. Bist du sicher, dass du bei ihr nichts durcheinandergebracht hast? Ich glaube, ich habe tatsächlich eine Erklärung. Die Datasette wurde nicht vollständig beschrieben. Fast so, als wären es die Billigen gewesen. Nicht billiger als deine Ausreden. Wie es scheint, wurde ihr Bewusstsein in drei Teile gespalten. Die Frau, die da gerade aus dem Labor gestapft ist, ist also nur ein Teil von Goal? Und nicht der angenehmste, wie ich hoffe. Echt mal, Doc. Ich dachte, du bist ein Fachmann. Es ist nichts, was ich nicht wieder reparieren ließe. Dazu brauche ich allerdings alle drei Datasetten. Also auch die, die jetzt gerade in ihrem Implantat steckt. Außerdem kann ich den Eingriff nicht ohne die Unterstützung der Patientin vornehmen. Also müssen alle drei Teile von Goal kooperieren, bevor ich mit der Operation loslegen kann. Na, so wie die gelaunt ist, ist sie bestimmt ganz begeistert, sich nochmal den Schädel aufklappen zu lassen. Ja, vielleicht fängst du lieber mit einem anderen Teil ihres Charakters an. Hä? Nimm die zwei Datasetten, die noch im Auswurfschacht liegen. Und das hier. Was ist das? Eine Fernbedienung? Nicht ganz. Siehst du das Fach an der Rückseite? Leg einfach eine der anderen Datasetten ein und drück den Knopf, wenn du in Goals Nähe bist. Sag ich doch, eine Fernbedienung. Es ist schon etwas komplizierter. Die Daten werden in einen Puffer geschrieben und... Ich kann zwischen zwei Charakteren hin und her zappen. Nein, ja, so ähnlich, aber... Wie bei einer Fernbedienung. Genau, wie bei einer Fernbedienung. Cool. So eine hätte ich mal für Toni haben sollen. Beeil dich, Rufus. Je länger sich die einzelnen Charaktersplitter an ihre Selbstständigkeit gewöhnt haben, umso schwieriger wird es, sie zur Operation zu überreden. Suche Goal und überzeuge sie. Alle drei Teile von ihr. Ich bereite hier schon einmal alles weitere vor. Na dann, auf geht's. Achievement. Lolli oder Liebe? Kann man nicht den Lolli nehmen und zum Polizist gehen? Nein, Alternis. Nein. Der Lolli ist eine Lüge. Ist Goal jetzt ein Toaster? Nein, bedenken, dass sie jetzt nur noch Probleme macht, wenn man sie braucht, ist sie ein Drucker. Ach ja, Goal, wie sie leibt und lebt. Ach ja. So, wo ist sie denn? Ripphund, by the way, noch immer. Wo ist Göl? Da ist die Erbak-Kiste. Ist sie in der Spelunke? Ist sie beim Waffenladen? Okay, nein. Hier scheint sie auch nichts zu sein. Da komme ich ja nicht hin. Das ist die Hand, die wir später brauchen.
da ist Mr. Sänger. Please do not sing. Achso, da oben war ich noch gar nicht. Gucken wir mal da rein. Ist es okay, wenn ich sage, ich wünschte, ich wäre hier nicht hin? Zum Apotheker. Da ist Omi mit Walross. Da ist ein Tüftler. Da ist jemand, das Anime aussieht. Do not steal. Da, Koch? Fragezeichen? Jemand, das Anime aussieht. Nummer 2. Do not steal. Und das ist vor Docs Werkstatt. Okay, also ich kann zum Apotheke. Und das ist Oma 2? Ich erkenne nicht ganz, was das sein soll. Ach du, der Apotheker ist blind. Da war ja was. Kann ich ihn dann beklauen? Viele Leute, wenig Interaktionen. Ja, so ein bisschen hat es mir gerade davor gegraut, dass ich mit all diesen Menschen interagieren kann. Etwas, wo bin ich, dass ich es nicht kann? Etwas schade finde ich es auch. Gelaufene Beruhigungspillen. Besser als nichts. Jemand sollte dem armen Teufel mal sagen, dass Punkte mittlerweile voll out sind. Uff. Was? Wo? Was verkaufst du hier? Wonach sieht es denn aus? Ja. Nein, im Ernst. Wonach sieht es aus? Ich bin blind, weißt du? Ich sehe hauptsächlich bewusstseinsverändernde Substanzen, illegale Drogen und fragwürdige Medikamente. Cool. Dann ist ja alles in Ordnung. Das hier ist mein Drugstore. Scheinbar. Was kann ich für dich tun? Eine Sache, und das, ich weiß, das ist eine Sache, die kann man Daedalic Entertainment nicht vorwerfen. Aber eine Sache, die ich sehr schade finde, ist, dass so viele Charaktere einen gleichen Voice-Actor haben. Der gute Mann hier wurde zum Beispiel von dem Wuffy auch gesprochen. Oder halt andersrum. Warum flackert meine Maus eigentlich? Ich bin mir unsicher, ob ihr das seht. Ich sehe es auf jeden Fall. Die zuckt so ein bisschen. Jetzt möchte sie quasi eine Position sein. Ja, das ist die Position, in der sie sein möchte. Nee, jetzt nicht mehr. Warum flackerst du, Maus? Das verstehe ich nicht. Okay, müssen wir einfach damit leben, das Ding flackert. Ja, genau, also dass halt so viele Charaktere von den gleichen Leuten gesprochen wird. Bisschen schade. Aber das ist so eine Sache, ne, Daedalic Entertainment war zu einem Zeitpunkt kein allzu großes Studio. Ich glaube, die sind es noch immer nicht, you know, verglichen mit anderen. Dementsprechend, ja, schade. Ich würde gerne was kaufen. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Was soll's denn sein? Ich hätte gerne einen +5 Heiltrank. Die sind leider alle. Aber ich hätte etwas Gegengift im Angebot. Nee, lass mal. Dann spare ich lieber. Was ist in der Flasche da hinten? Unverdünntes Ethanol mit Frostschutzmittel. Schmeckt eigentlich ganz okay. Ich habe das früher oft getrunken, aber irgendwann habe ich die Flasche nicht mehr gefunden. Uff. Hast du Beruhigungspillen? Ja, aber nur auf Rezept. Ja, ich habe hier ein Rezept. Das ist kein Rezept. Das ist ein abgerissener Knopf von deinem Mantel. Bist du dir da ganz sicher? Hör mal, ich mag blind sein, aber ich bin nicht blöd. Das kann man so oder so sehen. Gibt's irgendwas umsonst? Nicht wirklich. Das Einzige, was ich dir anbieten könnte, wäre das Probeexemplar von diesem neuen Gewächs. Es enthält diverse, bewusstseinsverändernde Substanzen, die noch niemals an Menschen getestet wurden. Höchst gefährlich. Absolut illegal. Und die möglichen Nebenwirkungen sind genauso unaussprechlich wie unvorhersehbar. Aber es ist umsonst. Ja schon, aber... Na dann her damit. Nicht so schnell. Die Cucumis Agnizio gibt es nur im Austausch gegen einen Gratis-Coupon. Cucu-wä? Cucumis Agnizio. Die Gurke der Erkenntnis. Der Wirkstoff liegt in ihrem Saft. Leider ist die Schale sehr hart. Harte Schale, gefährlicher Inhalt, unvorhersehbare Nebenwirkungen. Wie bei mir. Ah, ich wollte einen ganz schrecklichen Joke bringen. Gut, dass ich es nicht getan habe. Gut, ne.
Für mich erstmal gar nichts. Jeder das, was er verdient. Ich bin neu hier. Gibt's hier irgendwelche Sehenswürdigkeiten oder so? Sehr lustig. Falls du es noch nicht bemerkt hast, ich bin blind. Nobody is perfect. Nobody but me. Du bist blind? Du bist blind? Wie kommt's? Sagen wir es einfach mal so. Es ist zu spät, sich anzugewöhnen, die Beipackzettel zu lesen. Von hier aus hat man einen guten Überblick über den Marktplatz. Ah, das erklärt eine Menge der Geräusche, die ich in letzter Zeit so höre. Was gibt's denn zu hören? Irgendwelche Neuigkeiten oder Gerüchte? Ja, da muss ich dich wohl enttäuschen. Diese rhythmische Hintergrundmusik übertönt alles. Außer die gelegentlichen Jubelrufe aus Richtung der Arena. Wer? Warst du kürzlich in Bellevue? Warst du kürzlich in Bellevue? Lustig. Diese Musik ist mir auch schon aufgefallen. Ich wünschte, man könnte sie einfach irgendwie ausschalten. Mir ist nämlich das Ohrwurmspray ausgegangen. Warte mal, was ist denn das? Haha. Was hat es mit dieser Arena auf sich? Das wüsste ich auch gerne. Ich weiß nur, dass es eine kesselförmige Vertiefung in der Mitte des Marktplatzes ist. Dort findet irgendeine Art sportlicher Wettkampf statt. Soweit ich weiß, hat es mit Schnabeltieren zu tun. Und mit Wasser. Mit Wasser? Ja, zum Glück haben sie inzwischen ein Geländer um die Arena gebaut. Kuckuck. Verschwinde. Wir sehen uns. Sprich nur für dich. So, ich probier jetzt was. Ach, guck mal, hier ist das Dings zurück. Und zwar speichere ich an dieser Stelle einmal ganz kurz, weil ich mir unsicher bin. Ich habe Sorge, dass das Spiel crasht. Okay, ich bin ehrlich. Sowas passiert mir häufig. So, und jetzt gehe ich hier in die Einstellungen. Und dann machen wir Musik einfach mal. Achso, das habe ich jetzt runtergeregelt. Plötzlich so leise. Was? Wo? Ich hab die Musik ausgestellt. Wow, danke vielmals. Wie auch immer du das angestellt hast. Das ist das Einzige, was ich bekomme. Wäre schon spannend, wenn man jetzt einfach das Spiel mutet und das einen neuen Dialog gibt. Ja, Lynko, dafür bist du hier richtig. Wir sehen uns. Sprich nur für dich. Ich habe jetzt tatsächlich auch so ein bisschen gehofft, dass der Marktplatz, das sind quasi neue Hintergrundgeräusche oder sowas kommen. Schade. Rohrweiche. Ich ignoriere das. Okay, guck mal, gelb wird gerade geschraubt da unten. Grün führt's Richtung Opa? Wo ist Rot? Okay, wir stellen mal auf Grün. Und unsicher, was passieren wird. Und mach jetzt wieder. Aber er reagiert wenigstens ein bisschen drauf. Das ist wahr, ja. Mach die Musik wieder an. Das war ungefähr hier, glaube ich. So, ich meine. Das ist so eine Sache, die finde ich ein bisschen weird. Zwischendrin wird die Musik halt richtig laut. So, was ist, wenn wir hier Richtung super duper Ort gehen?